Joa, dann wären wir damit seid gegrüßt an den Zwerge Gnomerwitz und Engladim zu Porte und der Fürst Slice. Eine Demo-Version des sagenumwobenen Porte-Spiels Nummer 1. Joa, heute mal in das Test Porte. Die Demo-Version. Ja, beginnen wir doch ein neues Spiel. In der Testkammer Nummer 1. So schaut's aus. Okay. Da wären wir, da müssen wir erstmal die Spielsteuerung kapieren und herausfinden, wie hier was gemacht wird. BASD oder BSAD, wie ich es gerade gemacht habe. Ja. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Arithmetic. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, bordón, befallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1... Wow. Oh. Da bin ich. Das scheint ich zu sein. Ja, da sehen wir uns. Wie sind diese Frau hier? Und ja. Gut, dann spielen wir mal ein bisschen, versuchen die Steuerung zu kopieren. Ein Würfel E, Objekt aufheben. Aha. Ah, erinnert mich ein bisschen an Human Fall Flat. Vielleicht, weil es Ihnen eine ähnliche Stellung ist. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Alles klar. Spielen wir heute mal mit Test die Demo an. Hier haben wir schon den ersten Raum. Den ersten Rätselraum. Das sind tatsächlich alles so. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Okay. Den Kubus. Ich hab keinen. I need a Kubus. Ich wollte jetzt auch nicht Human Fall Flat mit diesem Spiel hier vergleichen. Die Steuerung ist bloß eine ähnliche. Und nun? Was verkackt? Ah, okay, dadurch. Den Kubus. Ah, das ist der Kubus. Das ist der Kubus. Nee. Jetzt wird das. Ach so. Swipes durch die Räume. Da muss ich durch, da muss ich durch, da muss ich rein. So, hier war das. Oh, Wand zu. Durch E und E und W. E fürs Hochhalten und ja, die Spielsteuerung muss erstmal ein bisschen kapieren. Ja, ja. Vielleicht erstmal den Würfel da irgendwie durchkriegen. Ja, ist noch nicht ganz. Bin auch mit der Computersteuerung nicht so ganz vertraut. Ja, das sieht jetzt ziemlich blöd aus, aber...
Okay, der Würfel ist drüben. Hallo? Ach, da ist der Würfel. Falsch auch. Dann nehme ich ihn mal wieder mit. Oder nicht? Ja, Verzeihung, dass ich mich so blöd anstelle. Ist jetzt natürlich nur ein Netztest. Und zurück. Ach, verdammt. Das kann man ja fast nicht mit reinschneiden. Ja. Ja, hier jetzt mal. Na komm, geh durch. Kubus ist richtig, ich bin auch richtig. Ja. E und. Ja, komm. Hier. Und ich beherrsche die Steuerung, wie ihr seht, noch nicht so. Ja, ist eins meiner ersten Computerspiele. Daran liegt's. Perfekt. Naja, perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ja, jo. Hier bin ich. Falsch. So, hier muss ich rein. Genau. So, erste Testkamera bestanden. Aperture. Laboratus. Laboris. Aha. Ladedaten. Okay. Sie machen das sehr gut. Dankeschön. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Konen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Aua. Ja, wollen wir doch nicht auf. Was? Wo? Wann? Achso, Hotel. Durch da. Die Portalgarn. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Sehr gut. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus. Ja. Das geht nicht. Durch die Tür kann ich mich nicht durchschießen. Durch die Decke auch nicht. Ja. So, ich hatte sogar einen Namen, die Dame. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Computerdame. Jo, und jetzt sind wir hier durch die Tür doch rausgekommen. Da hinten leuchtet es noch blau. Ja. Jetzt müssen wir hier wieder durchgehen und. Ups. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ja. Dann bringe ich mal weiter hoch oder weiter runter. Und nach dem. Die hatte einen Namen, diese Roboter-Dame, diese computergenerierte Stimme. Mir fällt sie gerade nicht ein, aber. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Naja, Anfängerglück. Okay. So, hier hinten. Ja, den Kubus bräuchten wir. Ah, okay. Da habe ich eine Idee. Oder am besten runter. Unter dem Kubus. Oh.
nicht zu weit gefallen. Das müssen wir dann natürlich den Kubus reinwerfen. Ja, das können wir ja. Und zack. Zack, da werden wir. Stehen wir auf dem Kubus. Kubus. Auch das war wieder sehr gut. Naja. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Ja, ich nehme ab, dass ich bin faul. Nicht überwacht, das glaube ich ja kaum. So, nächster Fahrstuhl. Komm ich hoch. Scheint so, als ob es nach oben gehen würde. Schon ein Portal geschaffen. Da geht's nicht durch. Aber da geht's durch. Jo. Da wäre ich oben. Machen wir es mal uns einfach. Zack. Oh, da sehen wir unseren Rücken. So. Dann nehmen wir dich mal mit. Wir werfen dich gleich darunter. So geht's auch. Nee. So. Dann hier zurück. Jo. So funktioniert das Spiel. Stehen lassen. So. Frage ist jetzt wie die Nummer 2. So? Nee. Dann machen wir noch einen zweiten Kubus. Disk war 5. Die Kammer ist versperrt. Kommen wir nicht durch. Dann benötigen wir noch einen Kubus, der dort steht. Oh, Hallöchen. Ist er jetzt durchgekommen? Da ist er durchgekommen. Und wir kommen zu ihm. Jo. Das bringt recht wenig. Neben dem das kann man einlegen und so, da wären wir schon. Ich bin ein bisschen zu schnell beim rauskommen. Ja, einlegen, loslassen, so und weiter. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Wusste ich doch. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Na? Wahrheitsverzerrung? Wird jetzt ab sofort gelungen. Kaputt mach. Nummer 6. Das ist noch Teil der Demo-Version. Oder ich jetzt Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Aha. Passen Sie auf. Also nicht da hinein. Aha. Unglaublich. Jo. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Subjektwohnort. Jo. Haben wir gut kapiert.
Hier geht es noch nicht weiter. Das habe ich wohl noch nicht kapiert. Also. Oh, Fahrstuhl. Da geht's weiter. Nächste Testebene. Hinauf. Scheint zumindest hinauf zu gehen. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Hier können wir übrigens nicht dran schießen, nur an die Felder. Ja, da können wir hin. So, das ist auch schon ganz gut. Dann wollen wir hin. Da brauchen wir noch. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Und hops. Das ging noch schnell. Sind wir schon sehr weit gekommen. Das war jetzt dann schon Kammer 6 oder 7. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Unzureichend ist, glaube ich, nur 5. Keine 6. Das hat man trotzdem nicht. CTR. Oh, du. Diese Taste habe ich noch nicht gefunden. Wo ist diese Taste auf der Tastatur? Diese Taste sehe ich nicht. Ich, Neuling, in Sachen Dingens. Ach, wir müssen vielleicht erstmal das Ding behalten. Ja. Naja, nicht ganz. Vielleicht jetzt erstmal so ein und dann. So und dann. Aha. Oh, Endlosschleifer. Ja. Schnell verzeugt. So könnten wir es zumindest erstmal umleiten, dass wir da nicht getroffen werden. Aha, verstehe. Oh. Schuss. Das bringt recht wenig, dann kommen wir da nicht durch. Genau so. So vielleicht. Ja, ganz richtig. Jetzt 4. Ja gut, das ist nicht sehr effektiv. Da drüben müssen wir hin.
ist gar nicht mehr so easy peasy. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ach so, Anschein einer Gefahr. Na dann. Wie weit ich die Demo-Version geht. Muss ja eine Demo-Version sein. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Unmöglich gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. So. Ist doch möglich. Jo, da werden wir oben. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Aha. Jetzt müssen wir nur noch die Kompass mitnehmen. So. Kompass mit nach oben nehmen. Das Enrichment Center bittet erneut vielmals um Verzeihung, dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Jetzt haben wir den Kubus verloren. Da ist er. Unlösbar ist das gar nicht. Ich habe sogar schon einen Weg gefunden. Ja, Hussa. Diese Kammer war wirklich ein Fehler. Wir empfehlen, ja, jetzt aufzugeben. Hier wird nicht aufgegeben. So, dadurch und aufzugeben ist keine Schande. An dieser Stelle abzubrechen ist in der Tat eine vollkommen vernünftige Reaktion. Nein, hier wird nicht aufgegeben. Aufgeben war noch nie eine Option. Weder vernünftig noch eine Option. So, jetzt tragen wir dich mal durch. Hören Sie auf und es gibt sofort Kuchen. Oh, Kuchen. Dann durch. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Kein Kuchen? Oh. Jetzt kriege ich keinen Kuchen. So ein Mist. Aber ich habe das nicht geschafft. Kein Kuchen für Zwergi. Ach, verdammt. Das Ding. Ich will meinen Kuchen. Kuchen her. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Ach, das ist schon erzählt. Die Beherrschung der Kampfimpulse. Insofern die Demo-Version, dass man nicht alle Räume spielen kann. Ja. Das ging schnell. Man hat auch, glaube ich, nicht alle Möglichkeiten. Aha. Eine Anleitung. Reinfallen, rausfallen. Geht hier nicht. Das ist ja blöd. Aha. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Mehr oder weniger. Wo muss ich hin? Das ist ein riesiges Loch. Na dann, Giovanni Mo. Das tut's nicht. Ja gut, Treppe hoch. Jetzt Jungle Ronnie Mau.
Ja. Was hat mir das gebracht? Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Und nun? Hier kam man her. Also was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Und zack. Ja gut. Da müssen wir erstmal die Protege nutzen. So. Und jetzt Anlauf nehmen und Sprung von dieser Platte aus. Ja komm. Und ups. Noch schneller. Ah, okay. Und ups. Da werden wir durch. So ist's. Nummer 10, Testkammer 10 schon bestanden. Das waren jetzt keine 10 Testkammern. Ja, wir haben einen übersprungen. So ist es. Damit wir nicht alles sehen, wir schon. Oh, ja. Das war's dann wohl. Damit war die Demo-Version vorbei. Ja. Errungenschaften ja jetzt. Da mich noch immer so durch dieses Let's Test von einem legendären Spiel, einem alten, aber legendären Spiel gefallen haben. Ja, das war halt irgendwie das ein sehr altes, aber von der Grafik trotzdem sehr gutes, aber wegweisendes Spiel. Also ja, Portal, jeder kennt es, jeder, naja, jeder mag es, weiß ich nicht, aber ja. Haben wir uns heute mal angeschaut. Lasst ein Abo da, man sieht sich und bis dann und ciao, ciao.